Hallo miteinander. Ja, anstelle der News gibt es heute mal ein Real Talk Video, was so roundabout 15 Minuten geht. Auf YouTube wird das ganze Video natürlich hochgeladen, genauso wie auf TikTok als auch auf Instagram, da wiederum aber als zwei, vielleicht sogar als Dreiteiler aufgrund der Upload-Grenze von 10 Minuten. Natürlich wird es auch den einen oder anderen geben, der sich jetzt denkt, oh Gott, Mike, warum machst du dazu ein Video? Ist das denn wirklich notwendig? Das zieht sich doch sowieso keiner rein. Ich sag's mal so. Ich wurde so erzogen, dass alles, was mich stört, dass ich das zur Aussprache bringe. Sei es in Videoform auf YouTube, auf Insta oder auf TikTok oder auch in meinen Livestreams auf Twitch. Natürlich wird es auch welche geben, die sich denken, ey Mike, wenn es dich stört, dann zock doch F1 Manager. Habe ich auch schon überlegt, das Problem ist, ich bin kein Manager-Typ. Sowohl in FIFA als auch in Formel 1, ich bin kein Manager-Typ. Muss aber dazu sagen, die Grafik in F1 Manager 2023 von Frontier, das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Da muss man wirklich mal Props geben. Es ist halt so, dass ich gerne alles selbst machen möchte. Ich möchte in den Liga rennen, in Events, gegen die Community, in die Punkte, aufs Podium, zum Sieg, zum Titel, das möchte ich alles selber machen. Und in F1 Manager macht man ja viel mit der Maus und also ein bisschen klick-klick hier, klick-klick da, klick-klick dort und das ist einfach für mich ein bisschen zu langweilig. Kann ja auch sein, dass einer jetzt eine ganz andere Meinung hat. Natürlich, jeder hat so seine eigene Meinung. Im heutigen Real Talk Video habe ich insgesamt 4 Gesprächsthemen für euch vorbereitet. Codemasters und EA, F1 Games seit 2020, Preise, Patches und Bugs, Ausblick auf F1 24. Kommen wir zum ersten Kapitel, Codemasters und EA. EA hat Codemasters Anfang 2021 für 1,2 Milliarden Dollar aufgekauft. Dennoch habe ich in der Vergangenheit immer wieder solche Sprüche gehört, die da wären, ja, da hat EA aber ein tolles Spiel entwickelt oder tolle Patches rausgehauen. Ich sag mal so, die Antwort ist so falsch, die stimmt fast schon wieder und ich erkläre euch das auch mal warum. Codemasters ist zuständig für die Spieleentwicklung und für die Patches und EA ist fürs Marketing, fürs Publishing und auch für die Server zuständig und vielleicht so viel an der Entwicklung daran beteiligt. Dennoch hat Codemasters als Lizenznehmer einen Vertrag bis 2025, optional sogar bis 2027, aber ich stelle mir dann die Frage, wie soll es eigentlich danach weitergehen? Ich blende euch hier übrigens mal die Verkaufszahlen zu F1 22 und F1 23 ein und jeder, der in Mathe nicht Kreide holen war, weiß, dass es ein Verlust von 50% ist, was schon ziemlich heftig ist. In meinen Augen sollte bei Codemasters und EA alle Alarmglocken schellen, denn so kann es beim besten Willen, zumindest was den Umsatz angeht, nicht weitergehen. Kommen wir zum nächsten Kapitel, F1 Games seit 2020. Dazu muss ich sagen, ich werde jetzt eine Pro- und Kontraliste führen und falls ich was vergessen haben sollte, könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren noch hinzufügen. Muss aber dazu sagen, die Bewertungen sind natürlich von Spieler zu Spieler unterschiedlich. F1 2020 habe ich eine Spielzeit von 692 Stunden. Auf der Pro-Seite von F1 2020 haben wir Handling, Grip, Classicars, deutlich weniger Bugs als in den jetzigen F1 Games, die Einführung der MyTeam-Karriere, den Zweispieler-Splitscreen, gut, der hat mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, aber dennoch wollte ich ihn in dieser Liste mit aufnehmen und sogar die Kurzstrecken. Auf der Kontraseite Ego-Dumper, die Strafenverteilung und unter anderem auch der Motorsound-Bug, der seit F1 2017 drin ist. Mein Fazit zu F1 2020, Schulnote 3. In F1 2021 habe ich eine Spielzeit von 763 Stunden und auf der Pro-Seite haben wir Handling, Grip, die Rückkehr des Story-Modus und, das hat zwar nichts mit dem Gameplay zu tun, aber die Musik im Hauptmenü. Die war für mich immer so wahnsinnig beruhigend, wenn ich mich wieder so hardcore aufgeregt habe. Kommen wir jetzt zu der Kontraliste und das ist schon eine ziemliche Liste. Sehr viele Bugs, keine Classicars, keine Kurzstrecken, Desync kam im Frühjahr 2022 dazu, das Verhalten der Autos über den Curbs, als wären wir hier beim Seife Grand Prix, abstürzende Lobbys, Motorsoundbug, 60 FPS, um besser über die Curbs zu kommen. Ey, ganz ehrlich, da fasse ich mich bis heute an den Kopf, wie kann das bitte schön sein? Du zockst mit 165 FPS, fährst in Monza in der zweiten Schikane über diesen linken Curb rüber, nö, mit 144 FPS, nö, mit 120 FPS, nö, mit 60 FPS, ja. Da fasse ich mir an den Kopf, wirklich. Da fasse ich mir einfach nur noch an den Kopf. Und mein absolutes Highlight, bei Aufgabe des Spielers in der Box fährt die KI einfach wieder raus und sorgt kurzfristig für eine gelbe Flagge. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber... Ja, mein Fazit zu F1 24, Zähneknirschen, vergebe ich hier die Schulnote 4-. F1 22 habe ich eine Spielzeit von 593 Stunden. Ihr seht schon, es ist deutlich weniger als die beiden anderen Parts. Und das ist auch der erste Teil, wo EA auch so ein bisschen mit dabei ist. Und vor allem die 20 ist nicht mehr mit im Spieltitel. Auf der Pro-Seite haben wir mehr Einstellmöglichkeiten bei den Setups. Jetzt kann man auch die Radaufhängung ein bisschen verändern.
Crossplay ist mit dabei, selber im Grid einparken und der Einlenkpunkt zur Boxencrew finden sowie VR. Auf der Kontraseite haben wir den Motorsoundbug, Handling und Grip aus langsamen bzw. schnellen Kurven, wo man sich immer wieder wegdreht. Crossplay-Lobbys sind sehr fehlerhaft, Strafenverteilung, die Einführungsrunde war verbuggt, die Strafe während der Safety-Car-Phase, wenn dir jemand hinten drauf fährt. Da ganz ehrlich, da kann ich mir wirklich nur an den Kopf fassen. Stell dir mal vor, du führst das Rennen an und der Zweitplatzierte fährt dir versehentlich hinten drauf. Er bekommt keine 5 Sekunden Strafe, du bekommst sie. Also wirklich, nee, da fallen mir echt keine Worte mehr ein. Keine Kurzstrecken, keine Classic-Cars, MyPlace. Ja, ich habe schon mal ein Video zu MyPlace gemacht und ich finde das einfach, ich weiß nicht, ist das irgendwie so eine Kombination aus Einsatz in vier Wänden bei Tine Wittler gemixt mit schöner Wohnen? Das hat doch wirklich überhaupt nichts mit F1 zu tun. Warum wurde das eingebaut? Die Supercars. Bei den Supercars denke ich mir auch so ACC meets F1 oder was. Ich habe es einmal gezockt, fand es blöd und habe es nie wieder angepackt. Die 60 FPS-Geschichte, was ich eben erwähnt habe und auch nochmal die ganze Sache mit der KI, die nochmal rausfährt. Meine Bewertung zu F1 22, Schulnote 5. In F1 23 habe ich eine Spielzeit von Stand jetzt 333 Stunden und auf der Pro-Seite haben wir die Rückkehr des Story-Modus, Grip und Handling, was wieder wunderbar ist, noch mehr Einstellmöglichkeiten bei den Setups, Crossplay, VR, rote Flaggen. Ich verstehe bis heute nicht, warum man in F1 2014 den letzten Part hatte, wo die rote Flaggen drin waren und von F1 2015 bis F1 22 gibt es keine roten Flaggen. Warum nicht? Das gehört doch dazu. 35% drin, was sich die Community gewünscht hat und auch noch der Sprint. Auf der Kontraseite haben wir abstürzende Crossplay-Lobbys, extremst viele Bugs, Strafenverteilung, keine Kurzstrecken, keine Classic-Cars, MyPlace, kein Sprint-Shootout, Supercars, 60 FPS-Geschichte, was ich eben erwähnt habe und auch nochmal die Sache mit der KI und der Box. Mein Fazit zu F1 23 stand jetzt, Schulnote 5. Man muss aber auch dazu sagen, zu Release war es ein deutlich anderes Game und da hat mir es sogar Spaß gemacht. Und wenn die ganzen Bugs nicht gewesen wären, hätte ich sogar eine Schulnote von 2 bis 3 gegeben. Kommen wir nun zum nächsten Kapitel, Preise, Patches und Bugs. Die Preise werden zum Release natürlich immer höher. Ich meine, ich habe mir F1 23 auf Steam in diesem Jahr für 80 Flocken gekauft und das ist natürlich schon mal ein ziemliches Brett. Mittlerweile ist der Preis aber um 20-25% gefallen. Ihr müsst auch bedenken, wir Spieler zahlen alle wirklich sehr viel Geld dafür und das Spiel ist nicht mal ansatzweise in einem bugfreien Zustand. Was die Patches übrigens angeht, habe ich so das Gefühl, dass sie gar nicht bzw. nicht ausreichend getestet werden, bevor sie auf EA, Steam, PlayStation und Xbox released werden. Denn würden die Patches alle besser sein, dann würden die Bugs gar nicht erst hervorkommen. Der nächste Patch Day ist übrigens für Januar angesetzt. Aktuell weiß ich das Datum noch nicht, aber ich weiß jetzt schon, dass ich mich nicht auf einen Patch Day freue, mittlerweile schon seit F1 2021 nicht mehr. Denn früher war es ja so, ein Fehler wurde vom Entwicklerteam bzw. von der Community gemeldet, es wurde repariert und man hatte seinen Spaß. Leider ist das aktuell nämlich nicht mehr der Fall, zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mittlerweile denke ich mir so, was ist gerade in einem funktionierenden Zustand und was wiederum könnte verbuggt sein? Durch die Patches entstehen einfach völlig unnötige Bugs, die wirklich nicht sein müssen. Ich zähle euch mal ein paar davon auf. Da hätten wir zum Beispiel Desync, die Equal Car Performance, wo wir dann halt mit F1 World Autos durch die Gegend fahren mussten. Die letzte Kurve in Spanien, die mittlerweile repariert wurde, aber es hätte gar nicht dazu kommen müssen. Und sogar zwei Kurven in Las Vegas, die ebenfalls völlig verbuggt sind. Plus das Force-Feedback-Problem. Das müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Codemasters arbeitet mit den Lenkradherstellern an einer Lösung dieses Problems und das seit Juli. Seit 5 Monaten. Gibt es da irgendwie mal ein Update? Ich meine, ich bin kein Thrustmaster-Fahrer und mir tun die Thrustmaster-Fahrer, die wahrscheinlich am härtesten davon betroffen sind, natürlich leid, aber ich kann es beim besten Willen einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie das überhaupt passieren konnte. Kommen wir nun zum letzten Kapitel, Ausblick auf F1 24. Was sind meine Wünsche? Was erwarte ich? Gut, wenn ich jetzt mit Wünschen und sowas anfange, sitzen wir morgen früh noch hier, deswegen kürze ich das Ganze mal ab. Ich erwarte auf jeden Fall ein richtig geiles Game und ich habe auch mittlerweile ziemlich hohe Erwartungen. Ja, Leute, das habe ich gerade wirklich so gesagt. Ich erwarte wirklich das bugfreieste Game überhaupt und das kann auch nur passieren, wenn eine neue Engine an den Start kommt. Wir brauchen auf jeden Fall dedicated Server, weil diese Peer-to-Peer-Geschichte, die kannst du wirklich links liegen lassen. Das funktioniert einfach alles nicht mehr. Auf jeden Fall auch ein späterer Release-Zeitpunkt, wie zum Beispiel Juli, am besten wäre noch August, damit man das Spiel wirklich von vorne bis hinten nochmal komplett überprüfen kann und auch vernünftig entwickeln kann. Wenn aber F1 24 mit der Ego Engine 4.0 kommt, dann wäre es sage und schreibe das 10. Spiel. Das ist jetzt kein Scheiß.
Es ist für mich irgendwie so zu vergleichen. Die Engine, daran brauchst du wirklich nichts mehr zu machen. Und ich weiß, so eine Engine zu entwickeln, das schafft man nicht mal eben in der Mittagspause. Nein, das dauert wirklich sehr lange. Ich weiß nicht, 1,5, 2, 3, 4, 5 Jahre. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist jedenfalls, liebes Codemasters-Team, ihr könnt nicht die Ego Engine 4.0 in FNs 24 einbauen. Das könnt ihr wirklich nicht machen. Tut uns den Gefallen, eine neue Engine ist mittlerweile Pflicht. Kein Wenn. Kein Aber. Und ganz wichtig, Codemasters, konzentriert euch wirklich auf die wirklich wichtigen Dinge. Sowas wie Helmdesigns, Liveries, Sponsoren, Sponsorenfarben, I don't care, ist mir egal. Ich will die wirklich wichtigen Dinge repariert bzw. entwickelt haben, wie zum Beispiel Multiplayer-Lobbys, Crossplay-Lobbys, damit die Ligen ohne Probleme funktionieren, die Karriere, damit die 5 oben genannten Herrschaften auf jeden Fall uns mit den Karrierefolgen unterhalten können und dann auf jeden Fall auch das Schadenssystem sollte bearbeitet werden, wenn das irgendwie machbar ist und vor allen Dingen auch die Track-Limits. Die Track-Limits und die dadurch resultierenden Strafen sind einfach nur ein Witz. Es ist mittlerweile aber auch so, du bekommst wirklich in einem 50% Rennen bei der dritten Verwarnung eine 3-Sekunden-Strafe. In Wirklichkeit ist es aber so, dass du bei der vierten Verwarnung eine 5-Sekunden-Strafe bekommst und bei einer weiteren Verwarnung sogar eine 10-Sekunden-Strafe. Das wäre mir lieber. So, liebe Leute, ich bin fertig mit meinem Monolog. Jetzt seid ihr gefragt. Habe ich was vergessen? Wie seht ihr das Ganze? Ist wirklich an meinem Monolog hier irgendetwas dran, was wirklich umgesetzt werden könnte? Einfach mal alles Mögliche unten in die Kommentare hauen und dann sehen wir uns schon bald zu einer neuen News-Folge. Macht es gut, bis dann und ciao.